Das Wetter in dieser Woche ist so schön warm. Wir Frauen haben da ja einen Vorteil, ne? Also ziehst du einfach ein Sommerkleid an, da lüftet es durch den ganzen Körper. Ihr Männer müsst immer irgendwie viel Kleidung und viel Stoff am Körper haben. Ja, manche Männerbeine sind halt ein bisschen doof im normalen Büroalltag. So in der Bank oder so will ich auch keinen in Bermuda haben. Aber trotzdem, es gibt Berufe, da will man auch ein bisschen luftig rumlaufen. Der Chef will es nur nicht. Genau, der ein oder andere hat es erlebt. Dieser junge Mann hier, der wollte gerne in Shorts zur Arbeit kommen, durfte er nicht, wurde vom Chef nach Hause geschickt. Und deswegen ist dieser Brite einfach nach Hause und hat ein Kleid angezogen. Ja, ne? Weil kurze Hose, warum nicht, aber Rock ging ja, weil die Frauen kommen ja auch im Rock. Und auch diese Jungs hier protestieren an einer Schule in der englischen Grafschaft Devon dafür, dass sie im Unterricht kurze Hosen tragen dürfen und waren einfach mal mit Rock, weil gesagt, die Mädels dürfen Rock, dann dürfen wir ja wohl auch kurze Hosen. Und was in Devon geht, geht natürlich auch in Deutschland. Unser Reporter Johann hat sich dieser Männer-Rock-Bewegung mal angeschlossen. Summertime. Berlin, sengende Hitze. Und mittendrin unser Reporter Johann. Im Rock. Na, der traut sich was. Kurze Hose verboten, doch der Rock im Büro erlaubt. Was absurd klingt, ist genau diesem Briten und den Busfahrern von Nantes in Frankreich passiert. Wird der Rock jetzt zur Trendklamotte bei den Männern 2017? Auf keinen Fall. Muss nicht unbedingt sein, für Männer nicht. Ich fände das wunderschön, wenn die Frauen mehr Röcke tragen, ja. Und die Männer? Das ist mir egal, für Männer interessiere mich nicht so. Wir schon, aber zugegeben, viele sind noch nicht auf den Geschmack gekommen. Männer in Röcken? Viele Fans hat die Idee nicht. Aber Johann geht ja mit gutem Beispiel voran. Wie gut sieht der an mir aus? Könnte auch besser aussehen, muss ich sagen. Du siehst komisch einfach so aus. Sonst nix. Oh mein Gott, nein, sorry, steht hier nicht. Dir steht schon, aber trotzdem so männlich ist das nicht. Ja, hier braucht Johann echte Nehmerqualitäten. Das ist mir so unfassbar unangenehm. Also Männer, lasst Johann nicht mit seinem Rock allein. Traut euch. Nö, ich mach nicht überall mit. Also da hört's bei mir auf. Niemals. Wir hätten noch einen zweiten. Ja, viel Spaß, der Kameramann möchte den gerne haben. Nee, der möchte auch nicht. Wo sind sie nur, die mutigen Kerle? Wir wollen mehr Männer in Röcken sehen. Mach ich. Wir haben einen dabei. Ja, okay, kannst du gehen. So, Trend 2017. Ja. Ich bin gespannt, ob du da durchkommst. Also ich hatte echt massive Probleme. Aber hey, steht dir wunderbar. Und? Es ist angenehm kühl von unten. Ich würde jede kurze Hose dafür liegen lassen. Aber hallo, du kannst das tragen, mein Lieber. Danke sehr. Und wie fühlt sich das an? Eigentlich ganz unbequem. Bisschen eng, muss man sagen. Man kann so schwer laufen damit, ne? Sieht so aus, als müsste dann doch noch eine Frau ran als Rock-Expertin. Der Gang stimmt nicht mit dem Rock überein. Wieso, wie muss ich denn laufen? Na, nicht so sportlich. Ein bisschen eleganter. Was muss ich denn beachten als Rockträger? Das ist nun... Das geht nicht? Das, na doch, es geht schon, aber... Ja, na, das geht gar nicht mit Rock. Das immer die... Na, das ist auch nicht so gut. Ein bisschen schräg zur Seite. Das ist optimal. Sehr schön. So läuft der Mann und setzt sich der Mann von Welt. Mit Rock? Ja. Das sieht doch vielversprechend aus. So ist Johann wirklich fit für den Männersommer im Rock. Und wer weiß, vielleicht läuft er jetzt ja öfter so rum. Ja, danke.